Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Netflix-Woche-Talk. Mein Name ist Hadne Tesfaye. Und mein Name ist Matthias Kalle. So, und endlich, mal wieder Netflix-Woche-Talk. Es wird auch Zeit. Oder? Finde ich auch. Und das Tolle ist, dass wir den Netflix-Woche-Talk heute mit einem echten, richtigen, krassen, internationalen Serienstar bestreiten dürfen. Sagen wir auch immer, aber diesmal stimmt's. Aber echt, ne? Als Mann ohne Gesicht in Game of Thrones wurde sein Gesicht weltweit bekannt und jetzt ist er auch in der vierten Staffel von Stranger Things zu sehen. Eine Karriere, die nicht viele SchauspielerInnen aus Deutschland so kennen, die nicht vielen so vergönnt ist. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass er heute hier ist im Talk, im Netflix-Woche-Talk. Herzlich willkommen, Tom Blachia. Hallo. Ich versuche jetzt mal deine Karrierebiografie ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Wenn ich jetzt was vergesse, schreist du sofort, ja, und sagst so, wie kann man denn sowas jetzt vergessen? Ja, also, du bist, was mich schon mal freut, 2 Jahre älter als ich. Also du bist 48 Jahre alt, du bist in der DDR aufgewachsen, bist dann nach dem Fall der Mauer für ein Schuljahr in die USA gegangen, bist auch in quasi normalen deutschen Fernsehproduktionen zu sehen, aber auch in internationalen, wie zum Beispiel in Munich warst du zu sehen, in Operation Walküre warst du zu sehen. Game of Thrones hat Hartnett schon gesagt. Du hast auch in der deutschen Neufassung von Das Boot mitgespielt. In Tom Clancy's Jack Ryan hast du mitgespielt und jetzt in Stranger Things. Nebenbei hast du auch viel Theater gemacht. Es gibt also einiges zu besprechen. Habe ich jetzt was Wichtiges vergessen oder habe ich irgendetwas erwähnt, von dem du sagst, ah, das will ich eigentlich nicht, dass das die Leute wissen? Also das nächste Mal, wenn ich eine Vita schreiben muss, würde ich mich dann an dich wenden, weil es war relativ vollständig. Gut, dann habe ich hier, meine Notizen haben nicht gelogen. Ich bin froh. Sage mal, dann lass uns doch gleich jetzt mal einsteigen. Durch deine Rolle in Game of Thrones, da bist du ja schon weltweit bekannt geworden. Ich meine, das ist die bekannteste, können wir das sagen, ist Game of Thrones eigentlich die bekannteste Serie der Welt? Ah, das ist echt eine gute, also aktuell würde ich schon sagen, dass es eher Stranger Things ist. Mhm. Game of Thrones war es aber bestimmt 10 Jahre lang. So. Das Gute für dich ist, dass du in beiden Serien dabei bist. So, also, dass du bei beiden so ein Check, so ein Häkchen hintermachen kannst. Kann nichts schiefgehen eigentlich, ne? Wie stehst du zur Serie Stranger Things? Hast du die vorher geguckt? Hast du dich auch, weil du, Matthias, ja gerade gesagt hast, das ist aktuell die bekannteste Serie der Welt. Hast du die geschaut? Hast du dich auch von diesem Hype einfangen lassen, so wie es Matthias und ich gemacht haben? Wie stehst du dazu? Ja, na klar, ich habe Stranger Things von Anfang an auch geschaut und bin ein Riesenfan selber und habe mich natürlich deswegen umso mehr gefreut, als mir dann die Rolle angeboten wurde. Matthias hat ja schon mein Geburtsjahr verraten. Von daher, die 80er waren natürlich für mich auch so die prägende Zeit, in der ich dann so in meinen Teens war. Und ich war ja von Anfang an großer Stranger Things Fan. Aber wie ist es denn dann, wenn du sagst, ich habe mich sehr gefreut, als ich die Rolle angeboten bekommen habe? Ich meine, wie können wir uns das vorstellen? Wie ist das gelaufen? No, your agent call my agent? Oder wie, weißt du so, ist das dann so ein Ablauf, so ein automatisierter Ablauf, der dann kommt? Und vor allen Dingen, wie hast du denn dann reagiert? Also wenn du sagst, ich habe mich schon sehr gefreut. Also ich weiß nicht, wer aus dem Häuschen. Naja, also das lief tatsächlich relativ klassisch ab. Also ich meine, die Rolle in Game of Thrones war für mich deshalb ein großer Glücksfall, weil es natürlich meiner Karriere einen Boost gegeben hat. Ja? Also wenn du das Glück hast, in so einer erfolgreichen Serie dabei zu sein, dann wird dein Name automatisch auch bekannter und du bist dann öfter mal auf irgendwelchen Listen von Castern relativ weit oben. Mhm. Also das ist der große Vorteil. Und als die Rolle oder als die vierte Staffel zu besetzen war von Stranger Things, da gab es ich habe eine Agentin in Amerika, die mich da vorgeschlagen hat bei der Casterin, weil sie wusste, dass ich auch Russisch spreche, würde ich jetzt nicht sagen, aber du musstest es lernen. Grundkenntnisse, wie man so schön hatte sagt. Ja, danke. Ja, hätte nie jemand gedacht, dass das DDR-Schulrussisch mal für irgendwas gut ist, aber bitte sehr, hat was gebracht. Deswegen kam ich dafür in Frage und habe dann ganz normal, wie das bei den meisten Projekten heute ist, im ersten Schritt ein E-Casting gemacht. Das heißt, ich habe 2 Szenen geschickt gekriegt,
eine auf Russisch, eine auf Englisch und habe die dann, ich habe da gerade in Malta gedreht zu der Zeit und habe die so zwischen Tür und Angel im Hotelzimmer aufgenommen und weggeschickt und dachte, oh, bitte, bitte lass das klappen. Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn du sagst, im Hotelzimmer aufgenommen, ist es denn, stellst du irgendwo dein iPhone hin und filmst dich selber und spielst das dann? Oder? Genau, also du brauchst, im Idealfall hast du einen Ansprechpartner, also weil es sind ja meistens Zweier-Szenen, aber es muss jetzt keine perfekte Inszenierung sein. Mhm. Also darum geht es nicht. Also es genügt, wenn du eine weiße Wand hast, vor der du das machen kannst. Und musst jetzt auch dich nicht groß kostümieren oder sowas. Im Prinzip wollen die Produzenten sehen, wie siehst du im Moment, also siehst du wirklich so aus wie auf deinen Fotos? Wie klingst du? Ich glaube, dass man einigermaßen spielen kann. Davon gehen sie von Haus aus. Ja. Das wissen die, ja. Haben wir ja schon gesehen. Aber was man halt mit diesem Text macht. Mhm. Und ja. Und bei einer Produktion wie Stranger Things, wie viele Runden geht es dann noch? Also du sagst, du hast dann einmal dein E-Casting abgeschickt und so. Wie viele, wenn wir jetzt bei DSDS wären, würde ich sagen, Recalls gab es denn noch? Da gab es überraschenderweise nur so anderthalb Runden. Also das war die erste. Ja. Und dann musste ich natürlich warten. Das ist immer das Schwierigste, weil man weiß, jetzt ist irgendwie das Casting draußen und wann melden die sich endlich? Mhm. Und dann rief irgendwann meine Agentin an, meinte, die Produzenten fanden dein Tape super und sie würden jetzt gerne mal mit dir zoomen. So, und dachte ich, ja Gott, okay, was wollen sie von mir? Und dann gab es halt diesen Zoom-Call mit den Duffer Brothers. Auch so gleich, okay. Und und danach hatte ich die Rolle. Ich hätte ja am meisten Panik, wenn ich dann wüsste, okay, ich habe jetzt einen Zoom-Call, der wirklich davon, da hängt es von ab, ob ich die Rolle kriege oder nicht. Ist das WLAN stabil? Ist sozusagen alles, also sind das nicht so die das Sachen, die einen wirklich fertig machen? Das ist gerade immer sehr schwierig. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ich habe im 5. Stock in Kreuzberg meistens nicht mal Telefonleitung. aber und ab und zu streikt auch das WLAN und genau das sind die Gedanken, die man sich da so macht. Aber es hat funktioniert. Ja. Dann hast du die Rolle von Enzo bekommen. Wir haben ja die erste Volume quasi der vierten Staffel von Stranger Things draußen. Und Enzo ist ein sibirischer Gefängniswärter, der Kontakt zu Joyce, gespielt von Winona Ryder, aufnimmt. Und vielleicht, lassen wir es nochmal im Wagen, was dann passiert. Man kann vielleicht schon so viel sagen, du bist sehr, sehr nah an Hopper dran. Richtig. Und Enzo, und so viel kann man ja natürlich auch schon verraten, weil das wurde ja auch schon kommuniziert. Enzo heißt natürlich nicht wirklich Enzo, sondern Enzo heißt Dimitri. Genau, der ist Gefängniswärter in einem sibirischen Gefangenenlager. Ja. Und hat da viel mit Hopper zu tun. Ja, ja. Das Ende der dritten Staffel überlebt hat, das konnte man schon ahnen bei einem Trailer, den es, glaube ich, vor einem halben Jahr gab. Ja, wo schon klar, man konnte es eigentlich schon ahnen am Ende der dritten Staffel. Da gibt es so nach den ersten Ending-Credits, gab es einen kleinen Cut und dann sind wir nochmal in Russland gewesen. Und da war schon klar, wahrscheinlich hat Hopper diese Tragödie, diese Katastrophe am Ende der dritten Staffel überlebt. Worüber ich persönlich sehr, sehr froh bin. Dann konntest du im Prinzip mit David Harbour da deine Zeit verbringen am Set. Wie war das? Das war cool. Ich meine, ich muss natürlich ehrlich sagen, ich war am Anfang auch wahnsinnig aufgeregt. Also, weil wenn du irgendwie so einen Job in so einer Serie kriegst, die so erfolgreich ist, dann willst du es natürlich nach Möglichkeit auch nicht versauen. und es kam natürlich dazu, ich habe vorhin gesagt, also bei dem Casting musste ich eine Szene auf Russisch machen. Das war eine relativ kurze Szene, eine auf Englisch. Und ich dachte dann so mit meinem Ostschulrussisch, ja, das habe ich gemacht. Ich habe dann noch einen Freund angerufen, der Russe ist. Der hat mir dann noch so ein bisschen bei der Aussprache geholfen. Und dann habe ich dieses Casting gemacht und das war okay. Und dann habe ich aber die ersten Drehbücher gekriegt und habe gesehen, dass ich die Hälfte der Zeit nur Russisch rede. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, wie soll ich das machen? Weil natürlich, ich meine, ich kann es faken, aber ich spiele ja einen echten Russen. Ja. Also habe ich natürlich auch irgendwie den Anspruch, dass das so gut wie möglich ist. Ich habe dann einen Dialect-Coach am Set natürlich.
Und habe da wahnsinnig viel dann geübt, aber um jetzt wirklich Nuancen hinzukriegen und sehr jeder Vokal muss da irgendwie klingen oder, also das war schon, da bin ich schon ab und zu an meine Grenzen gekommen und war dann deswegen, als es losging, auch ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Aber es war mit David von Anfang an sehr cool. Inwiefern haben denn deine Erfahrungen bei Game of Thrones dich jetzt zum Beispiel für so ein Set wie Stranger Things es ist oder für eine Produktion, wie sie Stranger Things ist, denn dann vorbereitet? Weil die Größe ist vielleicht vergleichbar oder ist sie es? Wie war das? Also das war schon gut, dass ich diese Erfahrung hatte, weil solche großen amerikanischen Produktionen laufen tatsächlich ein bisschen anders ab als so der normale Fernsehfilm und das nicht unbedingt im nur für den Schauspieler positiven Sinne, weil es ist sehr wenig Zeit am Set, um tatsächlich an was zu arbeiten und etwas auszuprobieren, schauspielerisch. Also es wird von dir erwartet, wenn du da hinkommst, dass du deine Rolle im Prinzip spielst. Und der Regisseur kümmert sich hauptsächlich um andere Sachen. Also sagen sie immer, die machen geile Kamerafahrten und sehr komplizierte Sachen, die teilweise auch Stunden dauern, um das einzurichten. Aber mit dir als Schauspieler wird eigentlich sehr wenig gearbeitet. Und das wusste ich schon von Game of Thrones. Deswegen habe ich mich doppelt gut vorbereitet, weil ich wusste, ich muss dann am Drehtag einfach funktionieren. Und wir haben auch angefangen in Litauen, war die vor Corona ging es los 2020 und das war im Winter und dann gab es natürlich auch nur wenige Stunden Tageslicht bei Außendrehs und umso schneller musste das dann alles passieren. Das war schon stressig ab und zu. Man sagt ja beim Fußball, Geld schießt Tore und jetzt ist es so, dass du nach Game of Thrones mit Stranger Things jetzt die zweite Produktion, die glaube ich budgetmäßig, was Serien angeht, wirklich ganz, ganz oben steht. Game of Thrones und Stranger Things sind, glaube ich, tatsächlich Platz 1 und Platz 2. Das ganze Geld, was da reingebuttert wird, merkt man das am Set? Merkst du das als Schauspieler, dass es wirklich, dass sie richtig, richtig Geld zur Verfügung haben? Oder spielt das für deine Arbeit als Schauspieler eigentlich keine große Rolle? Also das merkt man natürlich auf alle Fälle am Set und also gerade bei Game of Thrones habe ich es gemerkt, weil ich ja da das erste Mal in Staffel 2 drin war und dann in 5 und 6. Also 5 und 6 waren dann schon wesentlich größer. Also es ist natürlich auch so, wenn so eine Serie beginnt, dann haben die Produzenten oder die Showrunner, jetzt die Duffer Brothers in dem Fall, eine Vision von der Geschichte, die sie erzählen möchten und sie wissen, dass sie im Idealfall 5 oder 6 oder wie viele Staffeln auch immer drehen möchten. Aber sie wissen natürlich nicht, wie erfolgreich die Sache wird. Und es kann auch sein, dass der Sender dann nach 2 Staffeln schon sagt, Schluss. Deswegen geht es immer relativ klein los. Und je erfolgreicher eine Serie wird, desto mehr Budget ist dann auch zur Verfügung. Und das merkt man natürlich am Set. Also da werden dann schon Sachen gemacht, die sehr beeindruckend sind und die dann für mich als Schauspieler auch toll sind, weil das dir natürlich hilft, in die Rollen viel besser einzusteigen. Also da kannst du so ein Beispiel, reden wir über Kulisse, reden wir über Kostüm? Über alles. Also ja. Die Kostüme sind perfekt, die Kulisse ist perfekt. Wir haben zum Beispiel jetzt bei Stranger Things 2020 Litauen. Der Hauptgrund, warum die Produktion dahin gegangen ist, neben den Locations und der Landschaft, war, dass Litauen im Januar absolut schneesicher ist. 2020 im Januar gab es keine einzige Flocke in Litauen. Oh no. Und das war anfangs ein echtes Problem, weil wir natürlich, es sollte nach Sibirien aussehen, es musste tief verschneit sein und es gibt natürlich jetzt nicht nur Close-Ups, sondern auch Wide-Shots und wo du große Teile Landschaft siehst und das wurde dann eben mal eingeschneit. Kann man sich das so vorstellen wie in den Alpen, wenn Skigebieten es zu wenig geschneit hat, kommen dann so Schneekanonen oder wird das alles in der Post-Production gemacht?
Also Post-Production gibt es natürlich auch, aber es gibt auch Schneekanonen und davon kriegst du als Schauspieler nichts mit, weil das passiert dann immer am Tag vorher, wird natürlich das Set eingerichtet und du kommst dann früh hin, hast gerade noch irgendwie bei frühlingshaften 15 Grad deinen Kaffee getrunken und wirst dann nach einer halben Stunde später bist du in Sibirien und es ist tief verschneit. Ja, das ist schon cool natürlich. Weißt du, ich hatte ja insgeheim gehofft, dass du auch sowas sagst wie, sie haben da viel mehr Auswahl an Snacks oder sowas. Weißt du, so ein bisschen auch, ich meine, es war meine Hoffnung gewesen, dass so ein Teil des Budgets eben auch in Snacks geht. Also ich muss dir sagen, ich bin da bei diesen Drehtagen so konzentriert und denke an daran, jetzt nicht die nächste Szene zu versauen. Also Hunger ist mein kleinstes Problem. Oh wow, ja. Oh, so viel zu Stress, ne? Du hast es vorhin schon angesprochen, du bist natürlich in ganz anderen Bedingungen oder unter anderen Bedingungen aufgewachsen als die jetzt in Stranger Things so viel zu sehen sind, ne? Also wir reden da zwar über die 80er Jahre, aber wir reden natürlich schon sehr über amerikanische Popkultur. Wir reden sehr viel über amerikanische Popmusik und so. Und als jemand, der in der ehemaligen DDR ja noch diese Zeit, die gleiche Zeit erlebt hat, ja auch schon bewusst erlebt hat, wie hat sich diese Dreharbeiten, wie haben die sich da für dich angefühlt? Konntest du da was mit anfangen? Konntest du auch in dem Zusammenhang mit diesem Phänomen Stranger Things was anfangen? Jein. Die 80er Jahre hinter Dresden, wo ich aufgewachsen bin, die sahen natürlich ein bisschen anders aus als in Hawkins, Indiana. Ich glaube, wir hatten auch keine BMX-Räder und diese ganzen Geschichten. Und gerade dieser Teil der DDR war ja relativ gut abgeschirmt von jeglicher Art Westfernsehen. Der sogenannte Teil der Ahnungslosen. Das ARD Außerraum Dresden hieß das. Und wie gesagt, ich bin mit einem Fernsehprogramm aufgewachsen. Hat mir, glaube ich, nicht geschadet. Ich hatte auch eine wunderbare Kindheit, also das war alles völlig okay. Aber es gab natürlich immer diese Sehnsucht, da auch mal rauszukommen. Und es gab auch das Bewusstsein, dass da mehr war. Aber wie das jetzt konkret ausgesehen hat, davon haben wir jetzt nicht so viel mitgekriegt. Aber dann bist du ja relativ schnell, als es ging, in die USA zum Schüleraustausch oder ein Auslandsjahr gemacht. In welchem Jahr war das? Es war 91. 91, da warst du 17. Genau. Und wie war das dann für dich, dort anzukommen? Ja, also ich bin wirklich in dem Bewusstsein aufgewachsen, da irgendwie gefangen zu sein in der DDR. Mhm. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich darunter gelitten hätte, ja, aber wir sind halt, jeder unserer Sommerurlaube ging immer auf den Campingplatz an der Ostsee. Mhm. Und irgendwann dachte ich, es wäre auch mal schön, mal nach Italien und nach Spanien zu fahren. Und deswegen hatte ich immer diesen sehr starken Drang, rauszukommen und mir die Welt anzugucken. Und als es diese Möglichkeit dann gab, habe ich irgendwann davon gehört, dass man eben so einen Schüleraustausch machen kann und habe mich dann sofort beworben. Und das hat auch geklappt. Und ich bin dann nach Neuengland gekommen für ein Jahr. Mhm. Und das war natürlich ein Kulturschock, würde ich jetzt nicht sagen, aber das war natürlich was krass anderes, also aus der DDR nach Amerika zu kommen. Da hat man ja so quasi das Level Westdeutschland übersprungen. aber diese Highschool da, auf die ich gegangen bin, ja, das war toll, weil man konnte die Kurse selber wählen. Es gab da so viele verschiedene Sachen. Also ich habe da als Austauschschüler auch komplette Freiheit gehabt, weil ich musste nicht irgendwelche Pflichtkurse belegen, sondern ich konnte da wirklich Theater, Showchoir, also so alles so Sachen, die es bei uns nie gegeben hat, so künstlerische Geschichten belegen. Also das war ein tolles Jahr. Erwachte da auch deine Liebe zur Schauspielerei oder war das schon in Dresden? Das war schon vorher da. Ich hatte mich schon vorher in eine Schauspielschule beworben in Leipzig und wusste auch schon, dass wenn ich wiederkomme, also das war meine 12. Klasse, die ich in Amerika gemacht habe, dass wenn ich wiederkomme, dass ich einen Studienplatz habe in Leipzig an der Schauspielschule. Ja. Also das heißt, das war wie so eine Art Vorbereitung im Grunde genommen. Ja, ich. Ja, ich, ja. Ja. Aber weißt du, ich stelle mir das so abgefahren vor, weil ich war
5 Jahre nach dir in den USA und finde, als jemand, der in Westdeutschland aufgewachsen ist, dass es dann trotzdem schon nochmal was ganz schön anderes war. Also diese amerikanische Popkultur, die einen da so volle Breitseite auch trifft, auch was du gerade eben ganz kurz nur angesprochen hast, so Highschool-Life, ist schon auch nochmal wirklich was Heftiges, also was auch ganz doll anderes, als es jetzt in West- oder in Ostdeutschland der Fall war. Wie hast du das erlebt? Ja, es gab da eben diese ganzen außerschulischen Sachen. Also du musstest in dem Sportteam sein. Ich war dann irgendwie im Track-Team. Ich war in der Marching Band. Welches Instrument? Ich spiele eigentlich Klavier und habe dann, ging ja schlecht, ich habe kein Xylophon gespielt. So dieses Tragbare. Das Tragbare, das ging dann ohne groß extra üben, ging das relativ gut. Und dann sind wir jedes zweite Wochenende zu irgendwelchen Competitions gefahren mit anderen Highschools und mussten dann so eine dämliche Uniform anziehen. Also leider waren dann unsere Schulfarben auch braun-orange. Wow. Das war wirklich das so absolut Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber es hat Spaß gemacht. Also diese ganzen extracurricular Activities, wie es da heißt, also das war toll. Und es gab natürlich das Prom, das Highschool Prom am Ende des Jahres, wo man aus heutiger Sicht würde ich sagen, das ist das Harmloseste, was es überhaupt gibt. Also das ist so, da ist jeder Abiball in Deutschland aufregender. Aber für die Amerikaner ist das natürlich immer noch so das Ding am Ende der Highschool. Ja, ist ja auch schon in genug Serien und Filmen irgendwie mythologisiert worden gefühlt, oder? Deshalb musstest du denn oder durftest du als Austauschschüler denn auch jemanden fragen, der dich begleitet? Und also war das genauso, wie man das aus Film und Serien kennt? Ich durfte fragen, ich durfte auch gefragt werden. Ja, und wurdest du gefragt oder hast du gefragt? Hat auch geklappt. Ich habe gefragt. Ja. Ich habe gefragt. Wie hieß sie? Weißt du es noch? Florence. War auch Austauschschülerin aus Frankreich. Hat man noch Kontakt? Oder ist es? Wir haben tatsächlich noch Kontakt. Nein! Das, also so sporadisch, und das Lustige ist, sie hat sich vor ein paar Wochen gemeldet, weil ihr irgendwie einfiel, dass wir jetzt 30-jähriges Highschool-Jubiläum haben. Und es gab damals an dieser Riesenschule, es waren irgendwie 1200 Leute, ja, waren, glaube ich, in der Schule, gab es 4 Austauschschüler. Und wir sind immer noch so wirklich ganz locker in Kontakt, und sie will jetzt eine Reunion machen im Mai, und ich hoffe, dass ich Zeit habe. In Neuengland oder eher in Frankreich? In Frankreich dann. Das ist ja süß. Aber das ist ja das Entscheidende bei dir, ne? Also wenn du sagst, wenn ich Zeit habe. Weil wenn man sich mal so anguckt, die Liste von Filmen und Serien, in denen du schon zu sehen warst, das ist ja wirklich beeindruckend. Sitzt manchmal Tom Legier zu Hause, guckt sich so seine Liste an und denkt sich seine Filmografie an und denkt sich, geil. Ist schon geil, was ich alles gemacht habe. Weil ich würde das gefühlt jeden dritten Tag machen, mir das angucken und mir denken, geil. Ja, ich stehe natürlich früh auf, und das Erste, was ich mache, ist, ich google mich. Ja, und Das klingt jetzt natürlich toll, ja, aber ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre im Job, und ich kenne wirklich Zeiten, wo ich nur rumgesessen habe und wo ich mir gewünscht habe, dass es wieder mal einen Drehtag gibt und wo ich nicht wusste, wie ich es anstellen soll, dass ich genug zu tun habe. Deswegen traue ich mich nicht, mich jetzt zu beschweren darüber, dass ich gerade viel zu tun habe, weil dieser Job ist natürlich auch sehr volatil. Also heute läuft es gut, morgen läuft es weniger gut, und das ist hängt nicht unbedingt nur von dir ab. Ja? Also das sagt jetzt nichts über deine schauspielerische Qualität aus. Ich habe ganz tolle Freunde und Kollegen, die wahnsinnig gute Schauspieler sind und für die es trotzdem schwer ist, jetzt Drehtage zu bekommen oder Projekte zu bekommen. Das ist immer eine Mischung von Sachen. Und deswegen bin ich da sehr dankbar, wie das im Moment läuft. Und freue mich einfach drüber. Aber ist es denn auch was, womit du dich dann schon auch sicher fühlst? Also bist du jetzt in der Zwischenzeit an so einem Punkt angekommen, wo du sagst, ich mache mir auch keine Sorgen mehr? Sorgen mache ich mir nicht. Also ich bin mittlerweile auch so, ich glaube, das ist es jetzt tatsächlich Schauspiel für mich. Also ich werde jetzt nicht noch was anderes studieren.
denke ich mal. Gab es auch andere Zeiten. Also ich habe tatsächlich so, wo ich Mitte 30 war und eben nicht so viel zu tun hatte, dachte ich so, ja, was könnte man jetzt noch machen? Weil ich einfach das Gefühl hatte, ich habe wahnsinnig viel Energie. Ich kann jetzt nicht nur zu Hause rumsitzen und darauf warten, dass was passiert. Ja, ist dann zum Glück anders gekommen. Und ich glaube jetzt, die paar Jahre, die jetzt noch kommen, mache ich es noch. Gibt es so einen Moment oder ein Projekt, ein Film, eine Serie, wo du dieses Gefühl hattest, okay, jetzt kippt es zum Sicheren. Also jetzt bin ich auf der sicheren Seite. Also wenn du jetzt sagst, noch mit Mitte 30 war es so, mal gucken, ob das klappt. Irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, so ein Moment gekommen sein, wo man sich sicher war, wo du dir sicher warst. Na, sicher kann man sich nie sein. Also für mich war der entscheidende Punkt wirklich, dass ich ins Ausland gegangen bin. Irgendwann, also dass ich mir eine Agentur in London gesucht habe, was jetzt auch keine Garantie für schnelle Jobs war, aber wo ich das Gefühl hatte, wo ich weiß, ich habe da einen sehr guten Agenten, der richtig an mich geglaubt hat und mich auch aufgebaut hat. Und da ist auch die ersten zwei Jahre, wo ich da war, nicht viel passiert. Aber das ging so Schritt für Schritt. Und da kamen erst ein paar kleinere Projekte in England und dann wurden die größer und dann kam eben Game of Thrones. Also diese internationale Schiene hat mir sehr geholfen. Die hat dann natürlich auch rückgestrahlt auf Deutschland. Und jetzt finde ich eigentlich die Situation perfekt. Also ich drehe natürlich auch sehr gerne in meiner eigenen Sprache, weil das nochmal was ganz anderes ist. Also weil du da wirklich so eine ganz anderen emotionalen Background hast, wenn du in deiner Sprache drehst. Aber die Mischung ist für mich eigentlich jetzt ideal. Woran glaubst du, lag das, dass das im Ausland für dich funktioniert hat? Boah, das ist schwer zu sagen. Also, ich hatte, glaube ich, so ein paar, also neben der sehr guten Agentur, die mir sicher viele Türen geöffnet hat erstmal, also Caster, die mich dann getroffen haben, ohne dass sie mich kannten, Castings, die ich bekommen habe, ohne dass mich da irgendjemand kannte, das ist sicher dem Namen der Agentur geschuldet. Und dann hatte ich aber so ein paar Features, die mich jetzt, glaube ich, wo ich rausgestochen bin auf dem englischen Markt. Also erstmal mein Aussehen, also ich sehe nicht englisch aus, sondern irgendwie anders. Ich konnte Russisch, das war ein ganz wichtiger Punkt, also weil es eben viele Bad Guys zu besetzen gab. Und da sind Russisch und Deutsch die Sprachen, die man braucht. Also so ging das los im Prinzip. Also ich habe viele Weltkriegsgeschichten gespielt. Da war es dann auch eher von Vorteil, dass ich den natürlich deutschen Akzent hatte. Krass. Naja, weil manchmal habe ich so das Gefühl, wenn man sich halt die Liste anguckt von Dingen, die du gemacht hast, dass es schon beeindruckend ist, dass ich das Gefühl habe, wir schätzen dich in Deutschland gar nicht genug. Oder du wirst nicht, weißt du, genug irgendwie, es soll jetzt nicht angehimmelt werden, wo du hingehst. Ja, also in Kreuzberg interessiert es wahrscheinlich sowieso niemanden. Ne? Aber manchmal ist es ja schon so, ist dieser Moment von, was zählt der Prophet im eigenen Land so ein bisschen. Nur ne? Wenn er Tatortkommissar wird. Ja, gefühlt ist es das. Und dann gucke ich mir aber die Liste von den Dingen an, die du so gemacht hast und denke mir, listen, why, warum nicht Tom eigentlich? Ja, aber ich muss sagen, also ich fühle mich nicht geschätzt. Also es gibt durchaus auch gute Angebote hier. Aber wenn ich jetzt mit Mitte 30 einen Tatortkommissar angeboten gekriegt hätte, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Dann wäre ich nie weggegangen. Und dann wäre ich jetzt im besten Fall immer noch ein Tatortkommissar. Ja, ja. Und ich habe so, also das habe ich auch schon gar nichts mit dem Drehen nur zu tun. Es hat sich so, zieht sich so generell durch mein Leben. Ich traue immer Sachen nicht, die sich zu sicher anfühlen. Und ich hätte jetzt keine Lust, zu lange Zeit mit einem Projekt zu verbringen, weil ich auch das Gefühl habe, ich bin Schauspieler geworden, um möglichst unterschiedliche Sachen zu spielen und mich auszuprobieren. Und du kannst dich ja selber auch nur weiterentwickeln, wenn du immer neue Challenges irgendwie hast. Und deswegen, ich bin auch am Theater nach 3 Jahren spätestens aus dem Engagement rausgegangen, obwohl es toll war, weil ich das Gefühl hatte, es muss weitergehen. Ja, und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Hast du eigentlich das Gefühl, durch deine
internationale Erfahrung durch den Serienboom, durch Game of Thrones, durch Stranger Things, dass auch in Deutschland auch die Bereitschaft des seriellen Erzählens, sei es die Bücher, sei es die Regie, dass sich da was geändert hat, seit du im Geschäft bist, also dass es sich qualitativ verbessert hat? Ja, na klar. Also ja. Das ist, mittlerweile gibt's tolle Projekte in Deutschland, tolle Serien. Es setzt sich jetzt hier auch mehr und mehr dieses Showrunner-Prinzip durch, dass eben einer die kreative, wie sagt man, Oberaufsicht hat oder die kreative Verantwortung und dann verschiedene Regisseure unter dem arbeiten und quasi, wenn du so eine Serie hast, die 10 oder 12 Folgen hat, dann macht ein Regisseur ja maximal in der Regel 2 Folgen. Sowas, 1 oder 2 Folgen. Ja. Und es gibt die Writers Rooms mittlerweile, wo Geschichten immer weiterentwickelt werden. Fun Fact, als ich meinen Zoom-Call mit den Duffer Brothers hatte, wo es darum ging, ob ich die Rolle bekomme oder nicht, haben die mir auch ihre Ideen für die 4. Staffel gesagt, was sie mit der Rolle vorhaben. Und die waren da selbst noch im Findungsprozess. Also die hatten ganz viele Ideen. Und am Ende dieses Calls hatten sie mir Sachen gesagt, die sich dann, als wir es gedreht haben, schon wieder komplett verändert hatten. Also es ist so ein ständiger kreativer Prozess und es wird ausprobiert und das ist auch wichtig, also um erfolgreiche Geschichten zu erzählen, glaube ich. Das ist vielleicht auch etwas, was man Menschen, die gerne kreativ sein möchten in diesem Bereich, auch immer wieder mit an die Hand geben muss, dass man, also man kann zum Beispiel das allererste Pitch Paper der Duffer Brothers zu Stranger Things, gibt es im Internet, findet man und liest sich das durch und es hieß nicht Stranger Things, es hieß Montauk. Mhm. Also die Ursprung-Idee hieß Montauk und wenn man sich das durchliest, ja, es gibt so, man erkennt Sachen wieder, aber es ist natürlich trotzdem etwas anderes aufgrund dessen, ein Sender gesagt hat, das machen wir und dann wurde es weiterentwickelt und dann ist es was anderes geworden. Es ist besser geworden und größer geworden. Das ist, glaube ich, etwas, was man nicht unterschätzen darf, dass wenn man mit guten Leuten zusammenarbeitet, dass sich Dinge einfach weiterentwickeln, von einer guten Idee zu einer sehr guten Idee. Ja, vor allem auch die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, also zu sehen, etwas funktioniert nicht. Und dann machen wir es anders. Und das war in Deutschland lange Zeit ein sehr starres System. Also ein Drehbuch wurde geschrieben und das wurde dann von der Redaktion abgenommen, dann irgendwie die 10. Fassung und dann war jedes Wort heilig. Und wenn das dann gedreht wurde und du hast am Set gemerkt, der Text spricht sich nicht, das funktioniert nicht richtig, das würde eigentlich viel besser gehen, da gab es keine Möglichkeit, das zu ändern, ohne erst Rücksprache mit der Redaktion zu halten und die waren dann meistens im Urlaub und also es war sehr schwierig und wurde dann meistens nicht gemacht. Und da ist es in so einem Prozess, wie es jetzt ist, viel besser. Wonach suchst du eigentlich in deinen Rollen? Ich meine jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Stranger Things irgendwie angeboten bekommt und dann irgendwie vielleicht noch gar keine wirklich klare Idee davon hat, was man da spielen wird, so eine grobe Idee, aber keine klare, genaue Idee, dann sagt man natürlich ja. Aber es gibt ja schon noch durchaus sehr konkrete Sachen, die wahrscheinlich an dich herangetragen werden, wo du das Drehbuch bekommst, reinschaust, dir das durchliest und sagst, ja, mache ich. Was ist es dann, was dich gereizt hat? Also was ist es, was dich dann da angesprungen hat? Also es gibt so eine relativ einfache Schauspielerregel, weil man sich natürlich immer fragt, soll ich jetzt das machen oder nicht? Also wenn man mehrere Angebote hat und die lautet, also du guckst dir an, mit wem du arbeitest, du guckst dir an, wie das Drehbuch ist und du guckst dir an, was es für deinen Kontostand macht. Jawohl. Und zwei von diesen drei Dingen müssen stimmen, dann kannst du das Projekt machen. Wenn nur eins stimmt, solltest du es nicht tun. Also das ist jetzt so die Faustregel. Aber natürlich guckt man in Rollen, also ich gucke in Rollen nach vielschichtigen Sachen. Also so relativ geradeaus Heldenfiguren interessieren mich eigentlich weniger, wenn sie nicht auch irgendwie eine dunkle Seite haben oder einen Bruch, weil das gibt dir als Schauspieler Material, womit du dann eine Rolle auch interessant spielen kannst. Und also je ambivalenter eine Figur ist,
desto mehr Spaß macht es, die zu spielen. Und das müssen gar nicht immer die Hauptrollen sein. Also das können auch Nebenrollen sein, die tolle Szenen haben oder eben eine tolle Funktion innerhalb der Geschichte. Wie ist es bei dieser Rolle von, die du in Game of Thrones hattest? Ja, also diese Figur, von der man ja auch als Zuschauer am Anfang überhaupt nicht wusste, ist das eigentlich ein Netter oder ist das der absolut Böse? So, also wie ist das für dich, wenn du da das Drehbuch bekommen hast oder wenn du meinetwegen auch die Romane von George R. R. Martin gelesen hast? Dieser Charakter ist ja für einen Schauspieler, der diese Rolle anlegen muss, so wahnsinnig schwer zu fassen, weil man auch nicht weiß, wo geht dessen Reise hin? Ja, aber das war das Gute. Ich meine, das war für mich genauso ein Prozess wie für den Zuschauer. Mhm. Also ich wusste am Anfang auch nicht viel mehr als die Zuschauer. Ich hatte zwar die ersten beiden Bücher gelesen, und dann war ja aber diese Buchreihe relativ offen. Also kein Mensch wusste, was passiert mit Jaqen H'ghar. Ja. Also, was für eine Funktion hat der? George R. R. Martin hat es bis heute nicht beantwortet. sitzt da irgendwo in der Wüste in New Mexico und grübelt. Sonst was, aber schreibt nicht an Game of Thrones. Aber ich habe dann gemerkt, es macht Spaß, eine Rolle zu spielen, die ein Geheimnis hat. Ja. Und ich wusste selbst nicht die Antwort auf das Geheimnis, aber ich konnte immer spielen, ich weiß was, was du nicht weißt. Ja. Ja. Und das überträgt sich natürlich dann auf den Zuschauer, weil der auch unbedingt wissen will, was da jetzt los ist und was da passiert. Und es hat in dem Fall gut funktioniert. Ja. Wie ist das bei Dimitri/Enzo? Wie arbeitest du mit dem? Ja, also ist natürlich eine ganz andere Figur, aber ist ein sehr cooler Charakter auch, weil er verschiedene Interessen hat, sage ich mal, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Er hat sehr unterschiedliche eigene Interessen, die sich dann aber im Laufe der Geschichte auch ändern und dadurch, was ihm passiert. Und das hat mir auch ganz viel Futter gegeben, da jetzt Sachen zu spielen. Und also ich muss wirklich sagen, ich war schon, wo ich die erste Fassung vom Drehbuch von den ersten Folgen gelesen habe, fand ich die Rolle total geil, weil er ist super gut geschrieben. Ja. Geil. Also, gibt es denn noch so eine Figur, die du gespielt hast, von der du denkst, boah, das hat so einen Spaß gemacht, dass die dir aus welchen Gründen auch immer irgendwie im Kopf geblieben ist? Naja, du suchst natürlich, du musst dir als Schauspieler in jeder Rolle den Spaß suchen. Mhm. Ja? Also, und wenn es gut geschriebene Rollen sind, dann funktioniert es auch. Das ist natürlich bei jeder Rolle was anderes. Also bei der Rolle im Boot, wo jetzt auch die dritte Staffel rauskommt, das ist ja ein moralisch sehr fragwürdiger Charakter. Der hat mir aber auch unheimlich Spaß gemacht, weil ich eben versucht habe, das hat ja das Zweite Weltkrieg, ist ja ein real historischer Hintergrund. Und da habe ich gesagt, also das, zu mir, dass meine Aufgabe ist, das jetzt eben nicht als den jetzt nicht als das pure Böse zu spielen, weil das eben auch langweilig gewesen wäre, sondern es ist viel schlimmer für den Zuschauer, wenn du solchen Rollen menschliche Dimensionen gibst, weil in dem Moment ist es dann, also dann erkennt man wirklich, wozu Menschen fähig sind. Und meine Aufgabe war es, alle diese furchtbaren Dinge, die der da gemacht hat, in der Rolle menschlich zu rechtfertigen. Vor mir selber als Rolle. Mhm, ja. Und den jetzt eben nicht per se böse zu spielen, das hätte ich langweilig gefunden. Und so sucht man sich in jeder Figur den Kern oder irgendwelche interessanten Ansatzpunkte. Wie ist das eigentlich, wenn du ein Drehbuch bekommst? Also wie muss man sich diese professionelle Draufsicht und Durchlesen eines Drehbuchs vorstellen? Liest du ein Drehbuch wie ein normales Buch oder nimm uns mal mit in diesen Prozess? Ja, also eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist Drehbücher lesen, weil dann setze ich mich in meinen Drehbuchlesessel. Wirklich? Ich habe nur einen Sessel, aber da liest sich sehr gut drin.
Und dann bin ich völlig naiv. Also dann lese ich tatsächlich dieses Drehbuch, als ob es ein Buch wäre, ein normales, und gucke halt so Seite für Seite, interessiert mich die Geschichte, will ich unbedingt weiterlesen, was passiert hier, so. Und das ist ein relativ zuverlässiger Gradmesser dafür, ob ich die Rolle dann spielen möchte. Mhm. Also wenn, manchmal liest du die ersten 10 Seiten und denkst so, ich verstehe hier gar nicht so richtig, worum es geht. Mhm. Und ich bin wie der naive Zuschauer, der sich jetzt was eine Geschichte erzählen lassen möchte. Und wenn die Geschichte für mich funktioniert, dann finde ich das gut. Und wenn nicht, dann muss ich gucken. Gab es das eigentlich schon mal, dass du ein Drehbuch gelesen hast, wo das Drehbuch großartig war? Du wusstest, das wird ganz, ganz toll. Und die Rolle, die dir aber angeboten wurde, war scheiße. Nee, es gab es aber schon, also das gab es auch schon. Aber was viel schlimmer ist, wenn du ein Drehbuch liest und denkst, was ist das für ein Käse? Das ist furchtbar, und sagst die Rolle ab und danach siehst du es und es ist toll. Oh, was war das? Kannst du das erzählen? Das war Sex Education. Nein, du hast nicht deine Rolle. Was? Nein, ich habe jetzt keine Rolle in Sex Education abgesagt, aber ich habe das Casting dafür schon abgesagt, weil ich dachte, das funktioniert nicht. Wer wärst du gewesen? Der Freund? Der Freund von... von Jane. Ja, also dafür hätte ich das Casting, hätte ich das Casting machen sollen. Oh nein. Tom, wir müssen das Gespräch jetzt abbrechen. Das ist, man kann ja nicht immer nur richtig liegen. Ganz kurz auch nochmal für die ZuhörerInnen. Matthias und ich sind gerade beide gleichzeitig von unseren Stühlen gerutscht und wissen auch gar nicht mehr, was wir jetzt miteinander anfangen sollen. Wir wissen auch nicht mehr, was wir mit diesem Gespräch anfangen sollen, Tom. Sorry, ich glaube, wir müssen jetzt hier an dieser Stelle Schluss machen. Tschüss. Danke, dass du da. Wow. Nein, aber da hast du dich schon sehr geärgert, oder? Naja, das war natürlich dann ein Jahr oder anderthalb Jahre später, als ich das dann gesehen habe und dachte ich, Wahnsinn. Also ich hätte mir beim Lesen dieses Drehbuchs, konnte ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Weil dieses Drehbuch hat sich, da ging es ja nur, also du liest so ein Buch und es, also ich fand es peinlich, ehrlich gesagt. Mhm. Es war nur für meine Auffassung plakative Sachen unterhalb der Gürtellinie. Mhm. Ich fand das nicht charmant, ich fand das nicht witzig und ich konnte mir nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Wahnsinn. Aber welcher Zauber muss dann am Set passiert sein oder beim Casting oder was weiß ich wo, dass es auf einmal von diesem, wie du sagst, sehr uncharmanten Drehbuch zu dieser, also jedenfalls für Hartnett und mich, großartigen, tollen Serie geführt hat. Ja, die Serie auch großartig. Also, was ist der Punkt in diesem Prozess, wo es dann möglicherweise toll wird? Weiß ich nicht. Also erstens mal hätte ich wissen müssen, dass es von Engländern gedreht wird. Ah, okay. Die schon mal, also wusste ich natürlich, aber ich liebe englische Serien, den englischen Humor und die ist einfach brillant. Also und da habe ich das aber nicht gesehen, aber das ist natürlich dann, wenn Autoren oder ein Showrunner dann eine coole, kreative Idee haben, was sie mit diesem Text machen wollen, dann funktioniert es. Aber ich habe es einfach nicht gesehen, nur durchs Lesen des Drehbuchs. Du wusstest also beim Lesen des Drehbuchs auch nicht, dass du der Partner von Gillian Anderson geworden bist. Matthias, wir teilen uns ein Gehirn, das wollte ich gerade fragen. Nee, das wusste ich nicht. Okay. Aber das war, also ich habe es wirklich gelesen und ich dachte, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie ich diese Texte sprechen soll. Ich weiß nicht, wie, was soll ich damit, also ohne, dass es peinlich ist. Aber was ist dann die Lektion, die man aus so einer Story mitnimmt? Also was würdest du jetzt anders machen? Oder würdest du sagen, nee, ganz ehrlich, in 9 von 10 Fällen hat mich mein System irgendwie ja auch dahin gebracht, wo ich bin. Also so ist es jetzt nicht so, als ob du irgendwie die eine Rolle deines Lebens abgelehnt hättest, so egal wie fassungslos Matthias und ich sind. Aber was nimmst du denn dann mit aus sowas? Ich habe ja wie gesagt auch nicht die Rolle abgelehnt, sondern das Casting. Und ich hätte wahrscheinlich dann auch die Rolle nicht bekommen. Das glaube ich nicht. Also, kommt. Entschuldigung. So kann man sich ja nicht rausreden. So, nein, das glaubst du jetzt auch doch, selber so nicht. So rede ich mich aber von mir selbst raus. Okay. Hätte ich nie gekriegt, die Rolle. Okay. Weiß nicht. Also man kann nur sich auf sein eigenes Gefühl verlassen. Und es ist auch nicht jeder Schauspieler für jede Rolle der Richtige. Egal, wie gut der Schauspieler ist. Und das ist ja auch gut so. Von daher,
alles schön. Also es ist jetzt nicht so, dass du quasi Sachen liest und denen dann vielleicht nochmal eine zweite Chance gibst, auch wenn du das Gefühl hast, irgendwie, nyack, oder nochmal mehr vielleicht nachfragst. Naja, aber also wenn es ein Regisseur ist, den ich sehr schätze oder dessen Filme ich mag, dann liest man schon nochmal anders hin, auch wenn man was nicht versteht. Und dann gibt es mitunter auch die Möglichkeit, da, dass man mit demjenigen sprechen kann und dass man dann so ein bisschen mehr Hintergrund Wissen kriegt und erfahren kann, was sie damit vorhaben. Aber das Sex Education, das war wirklich der allererste Schritt, wo ich über die Agentur ein Casting machen sollte. Das war auch kein komplettes Drehbuch, was ich gelesen habe. Okay. Das waren irgendwie 3-4 Szenen. Und Wow. Wobei, ich überlege gerade, es kann natürlich sein, dass es tatsächlich, wenn man es als Drehbuch bekommt oder als Szenentreatment oder so bekommt, dass man dann doch erstmal denkt, das ist aber seltsam. Also irgendwie, ich kann Tom einerseits verstehen, andererseits finde ich es natürlich nicht verständlich, dass man sowas ablehnt, aber es kann sein, dass du, weil es geht auch viel um unten rum bei viel. Sex Education. Ja, das ist schon, das ist viel. Ja, und das hängt halt wahnsinnig, steht und fällt mit der Besetzung auch. Also die spielen das alle so großartig und ohne den, also mit so einer Selbstverständlichkeit, dass das einfach funktioniert. Aber wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass ich wahnsinnig prüde bin oder so. Also, aber ich, den Ton der Serie, so wie sie jetzt ist, konnte ich im Drehbuch nicht erkennen. Rauslesen, okay. Aber sag ich mal, jetzt nochmal dann aber ganz grundsätzlich gefragt, gibt es denn ein Genre, das für dich gar nicht in Frage kommt? Dass du zum Beispiel sagst, okay, nee, ich würde nie romantische Komödien machen, oder andersrum, es gibt etwas, von dem du sagst, okay, das ist jetzt, was mir auf meiner imposanten Liste noch fehlt. Nee, also von vornherein ausschließen würde ich eigentlich gar nichts. Also ich habe auch schon Romantic Comedy gemacht, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgenre, eben weil die Figuren, also ist falsch, also eine gut geschriebene Romantic Comedy ist auch toll. Aber Romantic Comedies jetzt nicht so vielschichtig. Ja, Matthias lächelt nur wissend. Das ist der große Streitpunkt immer zwischen uns. Ich sag mal, ich finde, er kann keine Romantic Comedy, also er hat da einfach eine falsche Einstellung zu. Ich habe da eine falsche Einstellung. Für anderes Thema, egal, das ist unser interner Streit. Also ich glaube, Drama mag ich lieber, ich mag auch Komödie, ist ungleich schwerer, finde ich. Ja, aber wie gesagt, alles ist eine Challenge, und wenn ich mehrere Projekte habe, wenn das mal vorkommt und ich kann nur eins machen, dann gucke ich immer, dass es irgendwie was Gegensätzliches ist zu dem, was ich gerade vorher gemacht habe, einfach damit es für mich spannend bleibt. Also Western jetzt mit dir demnächst. Western finde ich gut. Siehste? Darfst du, kannst du, willst du erzählen, was als nächstes bei dir ansteht? Ich möchte es sehr gerne erzählen, aber ich. Also die Sachen, über die ich reden kann, also ich habe letztes Jahr sehr, sehr viele Projekte gedreht, also 5 oder 6, eben weil es auch einen Backlog gab wegen Corona, wo dann im Jahr vorher viele Sachen ausgefallen waren oder sich verschoben hatten. Das Boot kommt jetzt die dritte Staffel am 14. Mai, glaube ich. Dann natürlich Stranger Things. Und ein Projekt, was ich auch ganz toll fand, ein deutsches Projekt, Das Netz. Das ist eine Serie, wo es um Fußball geht, also quasi um das Geschäft hinter dem Fußball. Und das war ein sehr spannendes Projekt, weil da mehrere europäische Länder, also Deutschland, Österreich, Italien, alle ihre eigene Serie zu diesem Thema drehen. Und es aber Charaktere gibt, die serienübergreifend dabei sind. Mhm. Und das haben wir Ende letzten Jahres gedreht. Also da war ich auch in Ghana. Das war ganz toll vor Weihnachten. Und das kommt jetzt, ich glaube, vor der WM soll das ausgestrahlt werden. Und ist dein Charakter einer, der serienübergreifend agiert? Ich hatte auch in der österreichischen Serie ein paar Drehtage und habe jetzt im Mai noch in der italienischen ein paar Tage. Was ist denn das überhaupt mit italienischen Produktionen und dir? Weil wir hatten mal einen Tipp von dem großartigen
Synchronsprecher Nico Mamone, glaube ich, aber ich weiß nicht, ich gucke das nochmal. Ja, ist richtig. Ne? Von Nico Mamone, der einen Film empfohlen hat, in dem du auch mitgespielt hast. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das war? Und die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Genau. Ja, das war ein tolles Projekt und wie das genau zu mir gekommen ist, das kann ich gar nicht sagen. Also habe ich einen Deutschen gespielt, also das war auch basierte auf einer wahren Geschichte von zwei Typen, jungen Typen, die in Bologna in den 60ern da irgendwie eine Insel ins Meer gebaut haben. War damals eine große Sache in Italien, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber eine sehr charmante Geschichte, wo es eben darum geht, wenn man Träume hat, sollte man ihnen folgen und versuchen, zumindest sie zu realisieren, egal wie unmöglich sie scheinen. Und da gab es eben eine deutsche Rolle und die habe ich zum Glück bekommen. Und das hat großen Spaß gemacht. Guck mal, dann mache ich jetzt eine richtig cheesy Überleitung noch zu unserer abschließenden Frage. Ich bitte darum. Wenn wir jetzt gerade schon so von Träumen gesprochen haben, ne? Wovon träumt denn Tom? Wovon träumt er? Von welcher Traumrolle träumt er? Das ist total cheesy. Ja, ist schon cheesy, aber du, du hast es mir gerade so auf dem Tablett serviert und ich dachte, komm, jetzt nehme ich das direkt. Musst du nehmen. Kannst du gar nicht. Kann ich liegen lassen, ne? Ist nicht deine Schuld. So. Deine Schuld, Tom. Also, ich träume sehr gerne nicht von Arbeit. Hm. Ich kann das nicht immer verhindern, aber die meisten schauspielbezogenen Träume, die man als Schauspieler hat, sind meistens keine guten, weil die haben immer irgendwie entweder mit Lampenfieber, vergessenem Text, irgendwelchen Katastrophen am Set zu tun. Also das ist so der Druck, den man sich selber macht. Machst du dir den, auch weil du gerade in so großen Sachen schon zu sehen warst? Druck macht man sich immer. Also jetzt, das ist auch in gewissem Maß gesund. Also wenn es mir am Arsch vorbeigehen würde, dann müsste ich den Job nicht machen. Also dann so, also du brauchst schon so einen gewissen Ehrgeiz, die Dinge, die du machst, auch gut zu machen. Und aber ich träume jetzt ehrlich gesagt nicht von bestimmten Rollen, weil das etwas ist, was ich sowieso nicht beeinflussen kann, glaube ich. Also wenn es in der Hinsicht Träume gibt, dann haben die zu tun mit Leuten, mit denen ich gerne mal zusammenarbeiten möchte. Also bestimmten Regisseuren ist dann auch höchstwahrscheinlich nicht realisierbar, weil es müssen halt ganz viele Dinge zusammenkommen, dass mal was klappt. Ne? Also ich bin aber happy, so wie es ist im Moment. Also ich beschwere mich nicht. Ja, dann träumen wir einfach davon, dass das sehr, sehr schnell, ich glaube, wir wissen auch den Termin, wann die zweite Hälfte der vierten Staffel von Stranger Things erscheinen wird. Und zwar am 1. Juli kommt die. Da träume ich von. Ich träume auch davon, dass du uns vielleicht nochmal irgendwann besuchst, Tom, im Netflix Woche Talk. Und sage für heute vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Und, danke euch, hat Spaß gemacht. Wir haben nächsten Donnerstag wieder eine reguläre Folge des Netflix Woche Podcast. Genau, bis dahin. Danke, Tom. Mach's gut, bis dann. Ciao. Ciao.